Willkommen Reisende. Heute sind wir auf der Welt von Foundation. Dies ist ein schönes Aufbauspiel, in dem man viel Zeit vertreiben kann, alles ganz gemütlich angehen kann. Doch so werden wir das nicht spielen. Wir werden alles vollbauen. Und so viel übertreiben wie irgendwie möglich. Wir müssen mal gucken, wo wir anfangen wollen. Am besten das. Ah. Hier. Eine Bauhütte. Anders. Ah, so war das. Speicher erstmal jeden. Später bauen wir uns noch alles schön um. Aber am Anfang tut es das auch. Sägewerk, Crosshaus, Steinbruch, Steinarme hier oben. So. Crosshütte brauchen wir noch nicht. Ein Marktstand. Können wir direkt hier. Google zeigt immer an, dass dort hinten ist. Ah, wir sollten vielleicht das Bild mal größer machen. Besten mal vorspulen hier. Wir spielen mit Mods, damit wir schneller vorankommen. Holz. Einwanderungs. Unerwünschtheit. Bisschen Geld und Ressourcen können wir schon mal gebrauchen. Beeren, Brot, diese brauchen wir nicht. Wohl, ja, Holz und Stein wäre erstmal wichtig.
Okay. Brauchen wir noch nicht. Sehr gut ist, dass es überall Bild bei, wenn man mal nicht weiß, wofür das steht. Volk. Besser. Das Vieh. Fischbahn, Kohle, Ei. Haltung, glaube ich. Wasser. Ah, Brunnen müssen wir auch gleich bauen. Hier ist Holz. Dann können wir auch hier Wasser. Das auch erstmal. Haut hier schon wieder keiner. Stein. Ah, natürlich vergessen. Abbaugebiete. Baugeräusche auch laut. Mal schön auf 3 laufen lassen, produziert Bären. Oh. Aufgabe machen. Oh. Gehen in die Nähe im Brunnen. Wir brauchen noch Steine. Brauchen wir noch irgendwas? Steine und Stoff. Steine, Steine, Steine. Leben. Kleidung ist auch gut. Manipulierten Stein. Brauchen wir noch den normalen Stein. Ist der? Und da Stein. So. Können wir noch wenigstens die Aufgaben erfüllen? 3 Arbeitslose, da machen wir noch einen Baumeister. Mal ein paar Gebiete kaufen. Mal sehen, wo wir später unsere Kathedrale hinstellen. Also eine Riesenkirche und dann gibt es noch ein Kloster, das braucht sehr, sehr viel Platz. So. Können wir da auch direkt
schauen. Hier sind dann irgendwo Ressourcen. Ah, die haben wir noch nicht entdeckt. Das kommt erst noch. Bei Bärensammler. Gebiet haben wir eingezeichnet, ja. Hier noch ein kleines. So, da. Da und da. Brauchen mehr Einwohner. Wir wollen nicht später noch Häuser. Häuser, Häuser, Häuser. Wo waren die? Hier mal Lagerhaus. Ah, hier können wir erstmal Bären zuweisen. Brot. Keine Arbeiter. Nehmen wir hier einen weg. Weisen hier einen zu. So läuft das. Wir haben auch keinen am Marktstand. Produziert werden. Ja, das mache ich doch alle. Wo waren die Häuser? Welcher könnten die gewesen? Ja, vielleicht. Ja. Vorsichtige Häuser verstehen. Oh. Tausend verschiedene Eimer. Keine Sau. Produziert werden. Das mache ich doch. Ah, weil ich keinen Sammler habe. Doch, habe ich doch. Ein Träger. Also. Schneller, schneller, schneller. Bin ja mal. Sägewerk stellen wir dann. Hier stört das keinen. So rum. Inhalthunde. Produziert Bären. Haben die doch. Jetzt haben wir mal Bären weggenommen. Warum fehlt die Aufgabe hier nicht?
Aber ist die neue Aufgabe? Neue Ankündigung. Neuankömmlinge haben wir ja noch nicht. Ja, auch keine Fischerhütte bauen. Lagerhaus. Also, unten. Hier hinstellen. Beide Speicher. Sonstige. Dahin und da können auch noch zwei Typen. Das Gebäude ein Stück hier schieben. Arbeiter braucht das Land. Oh. Am Boot runter durchpasst. Mal gucken, wo wir dann noch ein paar Brücken bauen. Am besten von hier nach hier noch und von hier nach hier. Alles miteinander verbunden sein. Wir brauchen Anwohner. Keine auf dem Weg. Und sie stehen nur voll in der Gegend rum. Baut einen Brunnen, einen Markthändler zu weisen. Auf Bären. Ja, ohne Neuankömmlinge wird das nichts. Ganz schön auf sich warten lassen. Das Kloster und die Kathedrale werden wir dann natürlich riesig bauen. Am besten kriegt jeder eine eigene Insel. Mal sehen, wie wir das gestalten können. Erstmal müssen wir herausfinden, warum hier keine Neuankömmlinge kommen. Ah,
Ah, es kann sein, dass sie erst am 1. kommen. Also in 2 Tagen. Sein Netz ist noch nicht freigeschaltet. Das Herrenhaus, um Geld zu speichern, auch nicht. So, kommen jetzt Neuankömmlinge? Nein. Warum nicht? Dann stellen wir es halt welche her. Jetzt passiert. Alien für den Bau. Ach ja, können keine Bretter herstellen, weil wir kein Zimmermann haben. Das denn hier nicht? Bauen. Jetzt wieder weg. Eingehend in 5 Tagen. Ah, da kommen endlich welche. 12 Bewohner hier. Zack, 3 rein. Ah, 2 rein. Entsperrt das Lagerhaus. Werden wir gleich mal machen. Ach nee, warte. Fördern. Können wir noch befördern? Können wir nicht. Doch, oder? Wie waren das? Wie waren das? Stände. Ah, da fehlt das Herrenhaus, deshalb. Das Herrenhaus, das Herrenhaus. Da fehlt noch. Da kommen 2 rein. Herrenhaus, Herrenhaus. Kirche, Herrenhaus. Wo stellen wir das hin? Schön. Als kleines brauchen wir erstmal. Ups. Gleich hoch. Komm,
Tür drin. Turm. Boah, Holzturm sieht auch scheiße aus. Toll. Jetzt wieder. Schön ist auch, dass man die ganze Größe ändern kann der Gebäude. Man kann sie drehen. Also wenn man trifft. Jetzt steht das genau da auf dem Weg. Ah, so. Garten davor noch. Kommen noch innen. Wir müssen gleich erstmal die Bäume entfernen. Einer. Einer. Quadratische Hecke. Ja, mal gar nicht. Dann bauen wir es erstmal so. Jetzt der Wetterhahn hin. Auch egal. So. Bäume entfernen. Dann machen wir jetzt hier erstmal verbotenes Land. Doch.
da hier lang gehen. Bisschen damit hier echt nichts anderes hingebaut wird. Hier müssen sie natürlich bauen. Auch. Holzbrücke ist auch gebaut. Wie mal einer an. Warum bauen sie das hier nicht? Keine Bretter. Wir brauchen noch mehr Bretterhersteller. Sägewerke. Bauen. Brunnen. Ganz wichtig, sonst verdursten die hier hinten. Der denn lang? Warum läuft er hier lang? Nee, nee, nee. Bei Arbeitslose. Könnten wir mal irgendwas tun. So. Hier noch einer hin. Zufriedenheit durchschnittlich, Beschäftigung hoch, Wohnflächen. Ja, ich habe die Häuser noch nicht gefunden. Also die würden sich prinzipiell selber Häuser bauen, weil dann bauen sie die wieder. Irgendwo, wo sie nicht hin sollen. Es scheint so, ich habe die Mod leider nicht an. Weil ich vergessen zu haben. Oh. Keine Häuser. Nee, die ist nicht an. Müssen wir denen halt Bodenfläche geben. War ungern, aber. Halt hier wohnen. So. Die wollen halt auch direkt bei ihrer Arbeitsstelle wohnen. Keine 3 Meter laufen. Das Pack. Das hier wird nicht mal angefangen. Gelten da. Wetter. Müssen wir mal gucken, wo war die hässliche Dorfkirche. Könnten wir ja am besten ja so hinstellen. Hauptgebäude. Eine Tür.
geht das natürlich nicht. Was heißt so? Damit uns der blöde Platz nicht. Oh. Dass der doofe Platz nicht ausgeht, kann man hier ein bisschen tricksen und alles nach innen bauen. Er gibt immer 5 mehr, wenn wir einfach alle nach innen. Spart Platz. Mehr Platz auch in der Kirche. Mehr Dorfbewohner. Gucken, dass wir auch in das Innere des Gebäudes treffen. Dann brauchen wir die auch eine Zeit lang gar nicht erweitern. Da. Sägewerk gebaut. Das war gut. Welche zwei arbeiten? Wer denn? Rot. Ah ja, haben wir noch irgendwo rumliegen. Fertig. Das Lagerhaus ist auch bald gebaut. Das werden wir jetzt noch abwarten. Nächste Folge wird dann wahrscheinlich das Herrenhaus endlich mal angefangen mit bauen. Auch noch ein kleines. Kirche und Kloster werden riesig. Wenn wir uns irgendwie noch mal eine Insel Kloster und die hier vielleicht eine riesen Stadt. Müssen wir mal sehen. Bevölkerung hoch, ja. In 6 Tagen erst. Das kann ja nicht sein. Bin ja dann im Grund. Wo sind eigentlich die Fische? Die Fischis. Die Fischerhütte. Eine Fischerhütte. Den. Wahrscheinlich auch noch versteckt. Ah ja, die müssen wir hier freischalten. Habe ich ganz vergessen. Da, Lagerhaus, Vogtbüro. Hier ist die Fischerhütte. Natürlich können wir hier dann auch Dorfkirche, eine richtige Kirche und ein Kloster. Handelsroute freischalten. Habe ich da auch schon gemacht. Können alles verkaufen. Folgen, aufstocken. Alles oberhalb der Stückzahl verkaufen. Haben wir ja nicht mehr. Ein Holz, Brot, Steine, Steinblöcke, Kleidung. Alles, was wir können. Die ist gleich fertig. Wir haben einen Anwohner. Der natürlich jetzt noch arbeiten kann. Weil wir leider noch das Gebäude nicht fertig haben. So. Brücke haben sie auch schon fertig gebaut. In der Kirche
kleinen Dorfkirche bauen sie gerade. Aber die sollten mal das hier fertig kriegen. Einwohner haben wir jetzt. 97% Zufriedenheit. Und zack, da ist auch schon. Gut, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir uns um die Kirche und das Vogtgebäude kümmern, das Herrenhaus, und mal sehen, wie weit wir dann kommen. Vielen Dank. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.